Sports. It's in the game. Und nach oben. Bitte gucken. Er meint nicht. Ja, der, dem sein Cockpit ist eh weg für nächstes Rennen. Also ich krieg den Red Bull. Weil, haben wir es so gesagt. Das ist einfach so. Weiter. Hä? Also ich wäre dafür, dass PG dann den ersten bekommt. Nein. Cybertiger bestimmt auch, gell? Was ihn Blade und ich bleiben im Red Bull, ob ihr wollt und nein. Da geht ja, ihr beide könnt auch hin. Ja, ihr könnt ja zum Mercedes. Cybertiger nur der erste Platz aus der Liga darf entscheiden, wer rausfliegt. Ja. Der wird mich nehmen, weil ich die einzige Konkurrenz für bin. Was? Ja, was? Dann Coronavirus und so. Jetzt. Einzige Konkurrenz, die für mich existiert, ist Olli. Oha. Der Olli, der genauso aktiv ist wie sein Bruder. Ja. Ja, der Typ muss man den viel reißen. Ja, das ist der neue Ferrari-Fahrer. Und wenn du dir mal das Australien-Video anguckst, warum er mein Konkurrent ist. Was ist das denn für eine Frische? Ist er gerade draußen vorgelassen? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, der ist inaktiv. Den können wir kicken. Ja. Ich würde generell mal jeden Inaktiven rauspacken. Oder? Och, nee. Das nervt richtig. Wie schnell seid ihr raus? Wie war mein Setup nochmal? Welche Flügeleinstellungen hatte ich? Denk dran, Brot. Jetzt ist Schaden an. Ja. Also ich kann dir sagen, teste mal. Ey, ich sag's dir nicht. Und jetzt weißt du, PG guckt dir zu, nicht nervös werden. Das ist alles nur für YouTube und so. Der hat mir beim Training zugeguckt, also guck ich ihm jetzt auch zu. Kommentier schön, wenn er durch die Kurven fährt. Führe meine Blicke. Wer testet doch Schaden jetzt anders? Alter! Rob. Ich würde sagen PJ, oder? Ja. Ja, PJ könnte es testen eigentlich, ob Schaden anders. Ich brauch nicht testen, ich kann's lesen. Ja, gleich sieht man meine schnellen BG steht. Nein, du testest es jetzt. War hier schon mal gelbe Flagge? Ja, Brot hat sich gedreht. Brot. Ja. Aber nicht rausgefallen. War vorbei. Okay. Später. Oh, das ist ein Alpha Tauri. Ja, pass auf, im dritten Sektor mach ich langsam, weil mein scheiß ERS hier angeht, ne? Mir doch mal meinem in Anführungszeichen Konkurrenten zu. Jo, was ist denn hier so? Also fahr du vor. Mhm. Weil mein Dingens geht ja an. Also jetzt kommt hier noch ein Alpha Tauri, der kann auch vorfahren. Stimmt, Blade ist auch noch mein Konkurrent. Yeah, hab ich ganz vergessen. Oh, danke, dass du mich auch mal erwähnst. Sorry, Schnurrbildchen! Darf ich dich auch noch mal erwähnen? Er hat aber nichts drauf, also Zahnbelag. Ich habe aber auch vergessen, dass du noch anwesend bist. Ja, weil du weil er nichts gesagt hat. Sonst redet der einen Schnitzel mit Pommes an der Uhr. Ist das so still? Light concentrated, Leute. Irgendwie ist Lieblingsstrecke, da rede ich nicht so. Sag ganz mir viel. Nicht, du bist schon draußen. Mehr. Hast du überhaupt die, Druck bei Red Bull. Hast du die Strategie gelesen, die ich geschrieben habe? Schwarmfuzzi? Noch nicht. Sind die Bedingungen anders. Mindestens Punkte holen. Ich bin der McLaren hinter dir. Ja, guck mal, ich bin der McLaren davor. Dann gib Gas. Ich bin der McLaren ist ja dann allem schuld. Und du bist noch nicht mal bei der Geraden. Explodiert die Erde, der McLaren ist schuld. Welcher kann man sich ich fand eher Großbritannien cool. PJ am Ende mit dem Satz, ja, ihr seid alle immer mit Bull-Sandwich. Ja. Wird aber heute nicht passieren. Dankt euch bei Wurstbrot, dem Attentäter. Also da ich im Tauri war, kann ich auch sagen, dass ich mit gemacht habe, ein paar Leute in einem Red Bull Sandwich ja, zu beinhalten. Ja, du warst die Extraschicht Red Bull in dem Sandwich. Nee, ich bin der bessere Red Bull. Der nee, schönere. Ja, wir haben einfach Big Mac nachgemacht. Ja, mich hast du nicht ins Sandwich reinbekommen. Hey. Blade, aber war knapp gewesen, ey, am Ende. Ja, ich aber die Inters haben nochmal krass 20 Runde, Sekunden nochmal rausgeholt. Ein bisschen Flexion brauche. Das war echt spannend, ne? Dass ich auf Inters gegangen bin, du nicht. Puh, ich fahre jetzt hier auf Full Red auf Pole, würde ich sagen, ne? Rückwärts. Oder rückwärts, habe ich auch schon gemacht. Von ihm gesehen. Haben so eine Tauri-Nase mir entgegen. Nee. Ach, perfekt. Du bist mir entgegengekommen. Der Zeit kann ich nehmen.
Aber jeder hat schon, irgendjemand hat schon meine Sektoren alle gekillt, perfekt. Ich bin nur langsam in die richtige Richtung gefahren. Du bist mir entgegengekommen. Jo. Hier umdrehen. So, als wärst du rückwärts gefahren. Ach, Schwamm, ja, ja. Da trainiert aber einer, ne? Ich seh's. Was trainiert? War schlecht, oder? War das wirklich so eine gute Runde? Ich hab mit euch trainiert und gerade vorher noch eine Runde. Vorm Rennen. Na, er ist heiß gefahren und dann kam die Pause. Yes! So will ich das sehen, meine Leute. Ja. Ich hab rein gefahren in einer Kurve. Ich hab da mega. Die war scheiße. Die hat den Mittwoch mit 1,44 besiegt. Ach, was bist du gefahren? 1,45,1. Gut, ich peile Platz 4. Aber ich habe auch in einer Kosti, bist du auf der Hotline? Du willst die echt meinen Platz? Ja, bin ich. Ja. Danke. Peil mal lieber für Platz 5. Ne? Wenn PJ noch seine Runde gleich fährt, dann dann nimmst du Schwaben. Möchte ich PJ gleich Platz 4 übernehmen, ja. Die gleiche wird wie eben, weiß ich nicht. Vielleicht besser, vielleicht schlecht. Er hat immer noch in dem McLaren Sandwich. Oh ja. Soll ich es mal auflösen? Ja, mach mal. Aber gut. So, dass ich noch auf 3 bin. Ich kann nichts versprechen. Mein Sprit ist leer, Wolfsburg, also ich komme nicht hinterher. Ich stehe voll im Gas. Ich bin im Outlap, also ich fahre jetzt Box ran. Achso. Ich nehme deinen Windschatten mit, ja. Warum bleibst du denn nicht? Was machst du denn? Er will hier, dass ich den F gehe. Er gönnt mir nicht den 4. Platz oder den 3. Wo fährst du denn denn? Ich dachte, wir sind in die Box fahren. What? Er fährt einfach. Fahr nicht rückwärts, fahr nicht rückwärts. Du gehst den DNF. Oh. Fahr nicht rückwärts. Oder hat's gereicht? Na, das hat nicht gereicht. Da fährt einfach einer rückwärts auf der Strecke. Ja, er wollte eigentlich reinfahren. Ich jetzt bei Schwarm trotzdem Stream sind. Los, Bro, was hast du denn? Er ist vorbeigefahren. Ah, Einfahrt verpasst. Er war so irritiert, ne, weil ich shit. Da ist ein Basti hinter mir. Das ist dein Teamkollege, pass auf. Aber langsam. Weil ich lenke, weil ich mit leeren Tank dann cranks. Verwirrungstaktiken. Seriously, Pete! Lass es. Ich bin voll raus! Im ersten Sektor. Schwarm, für komm, Basti, 300 ich würde sagen, der Alpha Tauri macht jetzt hier Doppelpol klar. Nee. Ich hab's nicht drauf. Hassen PJ. Alter, wir pranks, wie wir gleich sind im zweiten Sektor. Also no. Ziemlich gleich. Im ersten bin ich schon voll langsam gewesen. Nur 3/10. Das geht ja noch. Ja. Knappes Ding. Ja, ich fahr auf jeden Fall nochmal gleich raus. Ja, denke auch. Ich gönn dir deinen Platz nicht. Ich werde aber auch noch fahren. Ich wenn ich so auf die Zeit gucke und dann sehe ich da einen Red Bull rausfahren, tippe ich ganz stark auf PJ. Jo, er ist auf der Strecke. Gut möglich. Nein. Oder? Ich glaube, PJ muss eine Runde fahren für Setup. Guck mal, seine Runde gucke ich jetzt bei Schwarm von Team Stream und ich fahre meine eigene nebenbei. Perfekt, so, guck mal, jetzt Vergleich. Ja, ich hab's gesehen, jetzt ist er gerade weggegangen. Jetzt will er auch rausfahren. So an der McLaren da vor mir, lass mich mal gleich nach oben vorbei. Er lässt mich nicht spoilern hier. Ja, ich bin schnell unterwegs. Dankeschön. Was mit dem da hinten, Basti? Ich bin langsam unterwegs, kannst du wie du willst, egal. Warst du nicht vorhin schon langsam unterwegs? Immer grundsätzlich. Das ist sein Ziel, langsam das Rennen beenden. Langsam und sicher. Die Voraussetzung langsam ist, aber sicher. Ich Punkte holen und bei 9 Fahrern. Ja, aber er ist der Rookie, hallo? Er sind ist Punkte Zunoda. Mehr als Punkte. Habt ihr gesehen, wie Zunoda den Klassiker zerlegt hat? Während Verstappen gefahren sind. Habt ihr gesehen, wie Tsunoda gerade eben im Kies stecken geblieben ist? Aber langsam. Ja, siehst du, immer langsam. Ja, für Tauri ist genau langsam. Hat noch Front, ne? Ich hab mich schon DNF gehen sehen. Hm.
Ach, dann wärst du immerhin nicht auf meinem Platz jetzt. Aber ich gönne dir keinen DNF, so fair bin ich mit dir. Basti fällt jetzt in die Box, ne? Jo. Oh. Ja, ach fuck, weil letzter Sektor nur verkackt hab. Ah, perfekt, guck mal. Du gönnst mir meinen Platz, gib's zu. Nee, den gönn ich dir tatsächlich nicht, weil ich da gerne hin möchte. Ey, der erste und zweite Sektor, die waren gut, so gut. Und dann also hab ich das Auto fast gespottet. Dann habe ich das Auto fast in die Wand gesetzt. Dann bin ich ein bisschen über den Körb hier, ein bisschen Wiese da, ein bisschen zu weit raus hier, sehr langsam durch die letzte Schikane und muss nicht immer nebenbei Zeitung lesen. So, mal gucken, ob da noch ein bisschen was geht. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal, plus kann ich jetzt schon mal sagen, ich war vor 10. Nein! Bin auf 0. Ein Hundertstel, 200stel, 300stel. Okay, ich bin jetzt auch plus minus 0 wieder, perfekt. Das war nix. Och nee. Ah doch, bisschen plus bin ich. Weiß gar nicht, wie schnell warst du? Ich glaub, 3 Zehntel, glaub. Verrückter Hund. Daran werde ich wohl nicht drankommen. Oh, dann muss ich im letzten Sektor meine Zeit raus. An seine Zeiten kann man nicht rankommen, weil der cheatet irgendwie. Der, yo! Der hat kein Cheat einfach immer Tank, alles ein Koks im Tank oder so. Eine Sekunde weniger als wir. Er kürzt ab, wenn ich auf. Pass mal auf, wer vorne. Ja, mir, klar. Komm, Schoki. Komm. Ja, ich bin dabei. Rudi, wo war, hab ich jetzt eine Strecke? Wo war da bitte schon Track Limits? Alles klar. Okay. Understood. Stopping this lap. Oh, ich glaube, es hat nicht gereicht. Der hat nicht gereicht, scheiße. Die 1,45 kann ich auch. Oh nein! Verdammt. Also bei mir hat es nicht gereicht für eine bessere Zeit, ich war auch Fuzzi. Ha, Bro, hätte nee, ich das andere Setup, Digga. Zehntel schneller. Also ich war minimal Setup, dann schneller. Hätte ich 350 auf den Geraden geschafft, Junge. Und das ist voll arm. Ja, mit dem Setup rutschst du zwar, aber du bist fucking schnell, Alter. Was heißt Fiat? Erstens, Fehler in allen Teilen. Zweitens, Italiener ausreichend in außergewöhnlicher Tarnung. Drittens, fahrende italienische Abfalltonne. Italiener ausreichend Technologie. Ich habe einfach 300 zu dem dritten Sektor liegen lassen. Also ich würde sagen, Ferrari in außergewöhnlicher Tarnung. Ja, würde ich auch sagen. Naja, passt ja zu deinem Delta, ne? Der war schon mies. Bin in der Outlap. Delta zählt nicht. Bist in der Inlap. Ja, meine ich ja. Vielleicht ist ja auch Ferrari einfach eine gut getarnte Fiat. Also die Taktik von Ferrari ist sowieso die Bombe. Die müssen wir alle fahren eigentlich. Oder eine BJ-Fan, die Ferrari-Taktik. Weil es ist ein Zufall, dass Ferrari genauso wie Fiat mit F anfängt. Ich weiß ja nicht, ne? Zufall, ich denke. Ein I im Namen hat und ein A. Er ist die Abkürzung von Ferrari. Also Brot schreibt wieder irgendwelche Romano. Diese Box geht schon wieder los. Ja, ja, ich bin fast vorbeigefahren. Großbrot, hast du Hobbys gerade? Ich frage gleich raus. Achso, der chillt in der Box. Er schreibt in deinem Chat die ganze Zeit. Ja, ich seh's, ja. Cranks, so. Cranks. Was machen wir eigentlich? Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn du rausfahren sollst. Okay. Wollt ihr jetzt das Hauruck-Manöver machen? Ich hab schon Bestzeit gefahren, die ich fahren konnte. Vielleicht kann ich nicht.
So, wie sieht's denn aus auf der Tabelle? Was? Ich habe mich minimal nur verbessert. Ersten Sektor habe ich verbessert, aber dafür bin ich okay. Im zweiten Sektor verlangsamt. Warte. Ich dachte, Peach startet jetzt. Nee. Okay, ich bin dabei. Voraus. Ja, bin ich dabei. Deswegen sag ich doch, bedankt euch bei Wurstbrot. Ja, wieso denn? Was? Das Attentat. Zweimal mit Absicht gerammt. PJ? Freut euch auf nächste Woche, da kommt Baku. Gib Vollgas. Ja, wenn ich mal raus will. Aber im letzten Sektor mach ich. Baku ist eine meiner Lieblingsstrecken. Boah, wenn Monster nächste Saison fahren, schieße ich mich raus freiwillig. Ich erinnere mich in 21, da hat so ein Cranks den Crit-Strafe verpasst. Ja. Bleib langsam. Ich mach langsam, ja, ich mach langsam schon. Mal was, die versuchen! Jetzt meinst du, die bringt was? Ja, jetzt. Warte. Langsam. Oh, Ruckmanöver, da was die gerade versuchen. Jo. Weil wäre jetzt die Runde schon wieder schneller gewesen, ne? Ich könnte kotzen. Die erste Kurve einfach nur scheiße genommen. Nein! Kurve richtig scheiße bekommen. Oh, der Fahrer ist wieder draußen, er will wieder eine bessere Zeit draufsetzen. Das Problem ist, ich habe gerade nicht auf Shoggy geschaut. No, aber ich weiß nicht, ob ich den pack. Oh, Ruckmanöver hat nichts gebracht, er ist immer noch langsam. Shoggy fährt jetzt auf das schnell, echt? Ja, was hat der auf mich gerade? Mein Qualifying ist gelaufen. Boah, noch 6! Die Box so draus schaffe ich nicht. Ersten Sektor. Ah, Cybertiger, wir fahren wieder die ersten Kurven wie beim letzten Rennen. Ja, das kann doch nicht sein, Mann. Das Auto ist schon gerade. Ich gebe nicht mal Vollgas und es dreht sich schon wieder weg. Komm schon, du musst dich dazwischen noch setzen. Der Red Bull auf der Schnelle hinter mir? Nö, ich bin langsam. So, Sprit, was okay, sagst du? Wahrscheinlich wird man auf laufen. Ich muss langsam machen wegen meinem RS. Achso. Also statt zündet er ja. Und Shogi ist besser geworden? Dritter, immer noch. Ja, aber seine Zeit. Nee. Ich bin gerade eben noch was schneller geworden. Ich vermute mal ganz stark, dass mir der Sprit ausgehen wird, aber ich versuch's trotzdem mal. Ey, das ist so mies, Mann. Na gut, ich brauch gar nicht starten, er hat die erste Kurve voll verkackt. Ah, oh, fuck, Alter. Ja gut, ich starte dann auf 5. Perfekt. Jo, ich auf 6. Ja, wir wollten beide auf 4, ne? Und Schwarmfuzzi ist einfach auf 4. Jo. Ich glaube, wir starten von 6 und 7. Hat der da was in die Kurven getan, wodurch wir irgendwie Probleme haben? Jetzt kommen hier wieder diese komischen Anschuldigungen. Aber dein Teamkollege ist auf 8, obwohl er ganz langsam gefahren ist. Muss man sagen, wie es ist, ne? Lol. Rinkage ist einfach dazwischen gesetzt. Wo hast du wieder abgekürzt? Ja, hab ich doch gerade gesetzt. Er hat wieder irgendwo abgekürzt. Letzte Kurve, nur kurz 2 Sekunden gefunden. Okay. Ich war eigentlich im roten Bereich, aber irgendwie habe ich die letzte Kurve so geil genommen, dass es auf einmal 0,2 Sekunden mein grün Sprit war. Mein Sprit ist leer, Ich habe die erste Kurve gerade in meiner Hotlap verkackt, Digga. Junge. Oh, Rikashi, wir überleben ja die erste Kurve, hoffe ich, ne? Grundsätzlich, ich gehöre zu den besseren Fahrern. Also wenn ich auf vor dir bin in Eau Rouge, Rikashi, ne? Dann geh vom Gas, bevor wir uns beide rausschieben. Wenn du vor mir bist, geh ich auch vom Gas, okay? Ja. Ich hab keinen Bock, dass wir beide den F gehen. Ja, Cyberdig, was ist da los? Aber heute wären es keine 20 Sekunden auf dich, ich verspreche es dir. Heute habe ich eher selber Probleme, um zu gucken, um nicht den F zu gehen. Ja, so geht's. Warte mal, hätte ich meinen Dreher nicht eingebaut? Na, das ist es. Ohne meinen Dreher wäre ich halt wirklich auf 4 vorgekommen. So lächerlich. Guck mal, Ferrari fahrer, hier geht's rein. Ja? Ich fahr rüber. Nein, nur das. Ich hätte ja noch mal eine Runde Zeit gehabt. Oder? Ja. Nee, doch nicht. Nee, jetzt ist vorbei. Er ist vorbei. Aber mein Vorteil ist, Shoggy, ich habe ja nichts gegen die zwei Fahrer, die hinter mir sind, ne?
Aber ich weiß, dass ich vor denen keine Angst haben muss. Ja, ich hab das persönlich angenommen. Okay. Finde ich ja echt nicht cool, Rikashi, dass du immer vor mir starten willst. Fünf Platz, ja! Strafe. Letzter. Was, Boots? Ich wollte dir noch Wünsche hatten, geh, du fährst ja einfach vor hinten rein. Meine Runde war zu Ende. Was? KI hat das Feuer genommen. Schuhe oder Hose? Cyber-Tiger, jetzt sind wir doch auf 5 und 6. Ich sag, Rikashi wollte uns den Platz nicht wegnehmen. Ja. Oh Mann. Der mag uns anscheinend doch irgendwie. Like, yeah, man. Ja, irgendwie doch. Aber war ganz knapp. Strategie ist in Inbox. Das Rikashi, was diese Aktion war, war ich nicht, das heißt toll. Okay, Cranks. Du bist jetzt mein zweiter Teamkollege. Runde 12. Okay, machen wir. Krieg ich maximal. Wir hauen alle vor uns einfach raus. Das ist ein Deal. Cranks on fire. Hallo. Außer die streamen. Weil da ist ja dann Videobeweis. Ja, wir brauchen einen Schwarm, der so hinter uns fährt. Ja, weißt du, die ganze Zeit. Nee, ich kann euch auch im Rückspiegel aufnehmen. Das gefällt uns aber nicht so. Geht jetzt nicht direkt vor mich beim Start, dann sehen wir alle, wie sie da raushauen. Das Reifenschaden bei PG direkt am Start, wäre das keine Idee. So. Sie haben so einen Cybertruck mit so einem Messer. Gut, ich habe zwar trainiert, aber ich habe keine Ahnung, welche Reifenstrategie ich fahren möchte. Ich auch nicht, aber die Routen sind auf jeden Fall nicht brauchbar. Ne. So, keine Chance, ich muss auf Toilette. Viel Spaß. Also los, starten. Dann ja, theoretisch können wir starten. Ich bin ein Punkt hinter ihm in der Meisterschaft. Ja gut, ich lasse einfach so. Oh, gleich geht's los. Fahr ich so? Oder fahr ich? Mein komischer Ferrari steht neben mir. So, wie fahr ich? Raus und dann nimmst du die Kurven. Da musst du lenken. So oder so. Oh, ich bin ja außen. Ich bin innen, zum Glück. Also wenn du den Start verkackst, bin ich schon mal direkt vor dir. Und das Sprit passt. Und dann Orange gehen wir beide DNF. Das ist eigentlich beim Start viel besser. Also Blade, hau mich nicht raus. Ja, also Blade ist richtig stark beim Start. Also der ist Maschine im Start. Der hat ich fahre jetzt diese Strategie, immer. Weil die Zeit, die ich fahre, die gefällt mir besser als die untere. So, also Schwamm, jetzt mache ich deinen Stream aus, sage ich dir, wie es ist. Ne? Ich keinen Bock zu lenken hier. Ja, nicht, dass ich leck den ganzen Jahr. Wir kommen jetzt bis Qualifying gefahren, hat's auch nicht geleckt, oder? Ich kann hier noch laufen lassen. Ja, komm, dann lass ich laufen. Ich bin ja nicht so. Kannst du auf 160p runterschalten? Ja, ich mach ganz schlechte Quali. Das ist der Plan gewesen. Irgendwann guck auf deinen Bildschirm. Das ist so scheiße. Das war den Kaspi. 160p. Zack. Dann wartet kurz. Ich hol's Ladekabel im Moment. 3 Jahre später. Ich sehe wieder meine Beine nicht. Ja, deine Beine. Dunkel hier in der Ecke. Das ist mein Red Bull Blau wieder schön dunkel. Ich drücken, Basti. Ich bin noch bei den Einstellungen. Okay. Geheime Reifenauswahl ist Runden. Runden. Ich dachte, es kommt schon die dreieckigen bis viereckigen. Ich bin wieder da. Ich lasse auf Dauerschleife. Was, Dauerschleife? Wieso Dauer? Ja. Ich lasse einfach den Stream an, lass ihn über Nacht an. Er läuft einfach da weiter. Also, genau. So lange streame ich aber gar nicht. So Manuel Neuer. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Voll geil. Der Admin hat ihn auch an, ja. Oh nein. Darf mir keine Schimpfworte mehr sagen. Hilfe. Wer ist fertig? Ich.
Doggy ist Togi noch deine Salami am Schütteln. Guck dir mal das Hühnchen an hier. Boah, krasses Hühnchen. Oh ja. Das war ein Chicken, Alter. Moment. Ja, an die Leute, die hinter mir sind, habe ich auch einen Typ mit einem Regenschirm? Ja, ja, da steht einer drüber. Oh, ich krieg Hunger, lass mal, ich muss kurz was essen gehen. Okay, gut. Ja, ist mein Hühnchen, sag ich. Stell dir was, das Rennen ist vorher vorbei. Ihr bekommt alle gelbe Karte. Oh nein. Und du keine rote. Das würde besser zum Auto passen. Ja, aber dann darfst du ja nicht mal in den Start gehen. Auch kein Sonnenschirm, ich stehe im Schatten. Ja, wir stehen alle im Schatten. Ein Glück, dass es den Spielen nicht rote Flagge gibt. Also mit den Spielen in der Realität. Wie lang pinkelt der, Alter? Ich glaube, der war trinken, oder war der aufs Klo? Ich weiß nicht. Ist er direkt nachgesehen aufs Klo? Trinken wegbringen runter. Nee, hey, der wollte die Salami schütteln. Salva Tiger, gehst noch mal kurz einkaufen. Bis dahin sind wir so. Weil wir doch alle Tiere lieben. Ja. Ein netter, kleiner, süßer, schöner Hund. Ein nettes Chicken. Nugget. Ein Küken. Ein Etwas. Alter, etwas aus allem gemischt. Nee, das wäre das denn. Ja, komische Hühnchen bei dir. Wer mag Fisch? Ekelhaft. Ja, Fisch ist richtig ekelhaft und deswegen gibt es nochmal eine. Ja, verteilt ja die gelben Karten. Ja, tut mir leid, bei der nächsten gibt es leider rote. Egal für wen. Komm, Digga, wie steht's euch jetzt gerade im Fußball? Lass mal den Leipziger laufen. Im Fußball? Wie sieht's denn aus? Oh, 1-0, oder? Immer noch 1-0. Ja, wenn jetzt mal schon nix... Ergebnisse sagt, dann auch welches Team, Mannschaft, Stadt, Dortmund 1-0 gegen die Hoffenheimer. Ja, das Hoppenheim. Ich glaube, Schoki ist noch zum Friseur. Die Mutter hat ihn wieder zum Friseur auf gezerrt. Auf jeden Fall. Alter, gratis Friseur hier. Ach, er ist schon da. Er war auf ihn, warten wir denn? Ja, okay. Gute Frage. Lass mich fertig essen, Alter. Bup. Er ist vor dem Rennen. Jetzt geholt. Ich glaube, ich gehe mir dann auch noch einen Döner einkaufen. Jo. War ich wieder dabei. Bring einen mit. Alle jetzt da. Mhm. Ja, ich gehe noch kurz zum Döner, jetzt warte doch einen Moment. Der Mund leer. Ja. Alles runtergeschluckt. Jo. Hoffen wir mal. Mund nicht. Gefüllt, ja. Mal jetzt. Mund ausgespült, ja. Macht irgendwer noch jemand was? Nein. Nein, noch am Trag einfach die Namen so runter, weißt du? Wenn ihr persönlich schreibt, kann ich auch nicht antworten. Jetzt soll ich schon das Klo, Alter. Oh. Hast du eine Einführungsrunde Zeit? Warte, ich schieß dich jetzt ab, direkt in den Einführungsrunde, dann kannst du schnell das Klo gehen. Nein. Doch. Haha, ich bin letzter. Ja! Ach, Flügelschaden, direkt mal auf ja. Ich das nicht wieder verkackt. Flügelschaden, ja. Wieso habe ich jetzt Shoggy überholt? Weiß ich nicht. Also Shoggy, mach du mal ein paar Streams aus, Alter, du leckst ja so derbe. Ja, vorbei. Sie bestimmt mich. Oh, guck mal. Hallo, Cranks. Der hat genau dieselbe Hallo. Strategie im Kopf. Cranks. Hallo. Das Wunderbrot will was probieren. Er geht mit den Reifen rein, die am schnellsten abgelaufen sind. Also rechnest du wohl mit
Einflügelschaden direkt in den ersten. Jo! Oh, was machst du denn da? Alter! Also, das dreht sich einfach weg. Wie das aussah. Hä? Alter, was ist das? Alter! Richtig abgesprochen. Sexy. Aber lustig, dass sie keinen Schaden bekommen. Das ist so voll komisch weggedreht. Ja, ist ja Einführungsrunde, da kannst du nicht kaputt gehen. Ich wollte hier auf der Geraden ein bisschen so Slalom fahren. Erste Lenkbewegung war ich. Ja, das muss geübt sein, ne? Slalom fahren. Ja, Entschuldigung. So, und jetzt lassen wir hier hinten so langsam machen, dass die anderen, wenn sie schon da vorne stehen, alte Reifen dass in der Zeit die Reifen von denen abkühlen. Oh. Reifenwärme wird gespeichert. Was hat funktioniert? Das hat sowas und funktioniert bei mir. War echt langsam. Nein. Schwarmfuzzi wollte mich nur vorbeilassen. Ja, da wollte es wieder auf seine Position. Ja. Yeah. Wir haben ihn nur vorbeigelassen, weil wir nett sind. Wieder hinten fahren wir zu langsam. Wir sind schnell. Das ist ein Wurstbrot. Wir sind die schnellen Schnecken. Musst du mir nachmachen, ey. Wenn ich da drüber fahre, brauchst du nicht auch noch drüber zu fahren. Ich will aber. Und du hast auch nicht zu hören, ich bin Chef. Okay, ich gebe dir die Erlaubnis, meine Linie zu kopieren. Ist okay. Dankeschön. Sonst hätte ich die leider Gottes kündigen müssen. Oh ja. Rudi, was in dir voll der Massenversammlung? Ich drehe gleich einfach wieder um. Ist mir zu voll. Ich geh einfach. Tschüss. Hallo in die Box. Nacht, Michael. Lass mein Auto in Ruhe mitleveln. Wo stehe ich überhaupt nach außen? Perfekt, ich stehe. Ach, Wurstbrot, das war wohl nix. Ja, ja. Lieber. Das war nix. Das war ja. Jetzt da und da hinten. Ja. Kriegst du noch nichts? Das ist nicht so geil, ne? Und Cranks! Wie das aussieht. Ich bin auf der Partie hier. Solo Cranks! Perfekt. Schade. Aber erstmal meine Räder hinten auf getaut hier. So, wer hat einen besseren Start? Ah, oh, mein Start war nicht schlecht, perfekt. Aber schon gebe ich es nicht aus dem Weg gekommen, ne? Ja, meiner war richtig scheiße. Dein Blitzwurstbrot, ganz schnell gestartet. Naja, kein ja, Stress. Hey, wo soll ich hier überholen? Gar nicht. Gar nicht. Und ich bin raus. Was? Was? Oh, ach, alles klar. Genau das gleiche ist mir am Mittwoch passiert. Ich bin mit Heimgas durch den Ruf durch. Pass auf, ich bremse. Pass auf, Fußball. Okay. Geil. Virtuelles Safety Car, so ein Dreck. Ja, wunderbar, die überholen mich. Geht nicht, darf ich nicht. Safety Car. Doch, ich krieg sonst Start. Vorbei. Hä? Ja, keine Ahnung. Bei mir Start. Du sollst hinter Cracks bleiben. Ja, bei mir stand ich soll nicht vorbei, das ist obwohl so ich vor dir war. Ah, perfekt, habe ich schon mal meinen Platz abgegeben. Ich weiß noch nicht mal, wie sich das Auto jetzt drehen konnte. Warum? Wie war das? Das ist mir in der Einführungsrunde eben auch passiert. Einfach so war das Auto weg. Ich habe nicht mal richtig Gas gegeben, also ich war Halbgas in der Route und war schon dabei, das so Auto gerade zu spät. Also. Ja, ich hatte das auch am Mittwoch. Direkt zack weg war ich, ohne nicht was zum falsch zu machen. Und meine Reifen waren auch alle warm. Sollte mal von dem Kürbis runtergehen, ja. Ich lade mir jetzt einfach Twitch auf mein Tablet runter, dann mache ich darüber irgendeinen Stream an und dann zocke ich was anderes. Okay, ich dachte, du willst mit reinziehen in die Kurve, jetzt habe ich hier viel Platz gelassen. Wo ist denn nochmal hier dieser Scheißbau? Da ist der Strom. Was ich bin in.
Mein Wurstig fährt hier weg, hey. Ja, der hat hier roten Reifen drauf. Oh, ich konnte schon! Diese scheiß Wurstige, Alter. Aber echt, das ist echt so eine 50-50-Sache jedes Mal. Alter, wieso rutscht das hier, ey? Und das Witzige ist, im Training bin ich mit Vollgas durch Urusch durch, nicht einmal so richtig gedreht. Ich fahre jetzt mit Halbgas durch Urusch und drehe mich instant weg. Ja, das ist bei mir auch teilweise manchmal so, wenn ich so komisch Gas gebe, dann dreht es mich weg. Aber ja. Vollgas irgendwie egal. Ich hatte das Mittwoch genauso wie du. Wir haben gestartet, zack, den F in Urusch. Aus dem Nichts. Hier bist du immer mega langsam, wunderbar. Ich krieg die Kurve nicht hin. Ja. Das ist schon bei mir im Training so gewesen schon. Na, ich weiß, da bin ich auch hinter dir gefahren. 6.3 3 ist nicht meins. 6.2 2, okay, aber 3. Nee. Also wenn ich nicht gut starten könnte, wäre ich wahrscheinlich immer noch hinten. Na, muss nicht sein. Du fährst ja, ja trotzdem den anderen weg, aber du hast die scheiß Strategie genommen mit deinen roten Reifen. Zu echt. Ja, du kannst so lange mit den Roten draußen beim R, aber nicht. Da wäre es sinnvoller gewesen, wenn man Rot fahren wollen würde, Weiß-Rot. Ja, gegen Ende halt. Ja. Ich schau, was passiert. So, alle haben den Rest. Hätte ich doch das andere Rüster doch genommen, Digga, dann hätte ich Marvin, dann wäre Marvin nie an mir vorbeigekommen, Digga. Hast aber jetzt krass abgekürzt hier. Wunderbar. Leider. Voll verschissen mit Bremsen. Voll verschissen. Das gebe ich offen zu. Jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Jetzt bringt mir mein DRS gar nichts mehr. Ja, wieso bringt es bei dir nichts? Keine Ahnung. Vorne gar nicht, oder? Nee, aber die hat so krass abgekürzt. Konnte man irgendwo noch mal das Passwort sehen? Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, ich kriege hier sind die Kurven, die er gar nicht kann. Aber hier kannst du auch nicht überholen, das ist das Problem. Aber hier kann die Kurven schon funktionieren auch nicht. Nee, ich bin voll mega scheiße reingefahren. Problem ist, wenn ich irgendwie ganz komisch reinfahre, dann rutsche ich. Rot, pass auf, ich bin. Ja. Was soll ich, ich bin jetzt auch hin? Ah, ich hab's gesehen, jetzt bin ich in. Oh. Siehste? Und ich rutsche! Hab ich vorher gesagt. Ey, jedes Mal. Oh, Alter, bist du durchsichtig geworden. Weißt du, dann einfach aus dem Nichts. Was ab, Cranks. Weißt du, gut irgendwie schaffe, DRS zu bekommen? Ich hätte eine Chance. Das auf jeden Fall. Du fährst ja auch nicht schlecht. Aber ich wusste genau, dass du da nochmal reinstechen würdest. Deshalb habe ich gebremst. Bin innen geblieben. Aber so soll Überholmanöver sein, ne? Meine! Oh. Hey! Nee, reicht nicht für das. Jetzt darf ich mich wieder nach vorne kämpfen. Aber du bist gar nicht so weit nach hinten gefallen, ne? Aber 3,5 Sekunden auf Platz 7. Aber das ist. Alter, Cranks, bei mir musst du die ganze Zeit funken. Ja, das kann sein. Das Bouncing. Das ist alles Ablenkung, weißt du? Aber du bleibst dran. Auf jeden Fall. Da sieht man, dass du dich langsam verbesserst. Haha. Ha. Doch, von Rennen zu Rennen. Hallo, du hältst dich aktuell auf 5. Aber heißt nicht, dass du deinem Teamkollegen das einfach machst, ne? Wenn der hinter dir ist. Ach so, der ist auch schon wieder hinter mir.
Ey. Rick, hast du gesagt, was wir besprochen haben? Ja, ja, du hast gesagt, er fliegt, Rick, kann ich fliegen. Ich werde mich dran halten. Oha. Dacht schon, du willst in die Boxengasse reinfahren. Nö. Das sind die Reifen noch zu gut. Sag voll sowas. Zwei Runden aber nicht mehr. Aktuell bin ich bei 25%. Als ob ich meine Medien schon mehr abgefahren habe, wie du deine roten. Wer das glaubt? Ich hab die Curbs gemieden. Dafür bin ich halt richtig langsam in den Kurven. Extrem langsam. Er ist Reifenflüsterer hier geworden. Ah, du machst den Max Verstappen hier, ne? Jetzt wissen wir's. Wer was? 15 Runden, ja. Jetzt kann ich dazu gucken. Ich komme nicht ran, hey. Das Cybertiger für dich ist Mittwoch Pflichttraining, ne? Du bist ja da dann. Ich muss echt. Kann ich nicht unter, unter der Woche kann ich nicht sorgen. Auch ich abends. Marikashi DNF. Oh, du musst. Entschuldigung. Wie DNF? Bei mir steht, du bist DNF. Bei mir ist aus der Saison rausgeflogen, also. Ja, bei mir auch. Nee, bei mir ist er einfach nur, dass er rausgeflogen ist, seit ich Session verlassen hat. Achso, ja. Der ist ja. Hast du Wunderboot rausgehauen oder was? Weil der war eigentlich schon gewesen. Ich hab Rick schon geholt und Basti hat mich erwischt, auch so ähnlich. Ja, Pitcher hat auch verlassen. Ey, nein! Das war Basti. Nee, warte mal, Cybertiger. Ich hab das wieder so ein bisschen, nee. Oder? Nee, ich bin raus. Sag nicht, das ist Vivian. Silverstone. Boah, denkst du, wir kommen bis zum Stuss? Nee, das war noch normal. Alles gut. Den Peter verlassen. Du bist jetzt schon reingegangen. Bei Cranks, ich kann dir die Frage ganz einfach beantworten, warum ich nicht so lang oder so viel zocken kann unter der Woche. Oder eher gar nicht. Hängt alles okay, Basti geht soft, soft, medium, okay. Ach, da war es nicht. Medium ist gerade so reingefahren, weil mein Frontflügel weg war. Ach, deine Schule ist schon wieder im Gange? So zwischen 3 bis 4 bin ich immer erst zu Hause, dann Hausaufgaben machen, was essen, lernen und dann ist schon wieder abends. Dann habe ich noch 2-mal die Woche Fußballtraining. Und dann ist nichts so mit zocken. Naja, okay. Ein bisschen mehr Herze schaffen können, als dich gleich rauszudrehen. Na. Das von dem langsamen Teamkollegen, ne? Ich fahr immer. Rosbrot, bist du voll in die Box gegangen? Junge. Nein, bin ich nicht. Keine Ahnung, wie sich mein Auto wegdrehen kann. Bei mir bist du in die Box gegangen. Nee, aber das hatte ich ja mitbekommen. Ich bin nicht in der Box. Da habe ich heute aber auch schon den ganzen Tag Probleme mit irgendwo. An irgendeiner Stelle, wo ich das Auto eigentlich schon gerade hinstellen konnte, dreht sich das Auto auf einmal. Ja, weshalb? Ich muss auch so kämpfen, dass ich mein Auto auf der Strecke halt. Ja. Das ist interessant, dass du heute in die Box von Rekashi, aber durch meinen Dreher hat sie verschoben. Ja. Er kommt voll an, Rekashi, Alter. Bei mir kam die Meldung so, ich hätte unerlaubt überholt und dann flogen auf einmal alle raus bei mir. Bei mir fährt die KI, wenn ich rückwärts guckt. Du fährst gar nicht bei mir. Oh, cool. Ist der gleiche Bug wie von mit, wie letzte Woche zur Spielerkarriere am Dienstag. Wie bin ich das? Ich hab keine Ahnung, bei mir fährt die KI, nicht du. Achso, bei mir bist du gerade 4. aktuell noch, Rekashi. Wir haben ja nach dem Rennen noch irgendwie online zum F1 zocken. Ich muss dann noch ausmachen. Ah, ich weiß nicht, ich gucke, wie spät wir enden. Ja, bei mir ist er Platz 4, aber er fährt gar nicht. Ich gucke rückwärts, jetzt fährt die KI. Ich bin bei mir 6. und du bist gerade im Windschatten. Wer, ich? Ja. Ey, du bist 4. du bist hinter mir. 2 Sekunden, du holst mega viel auf.
bei mir sogar. Und wenn Strom zurückwärts guckt, fährt die KI. Ja, dann musst du nochmal neu starten, weil die KI fährt wahrscheinlich für die Stadt bei mir im Rennen. Also einfach zurück zum Hauptmenü gehen. Nein, nein, oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich dachte schon, weil du kommst mega gut ran. Ja, aber die KI ist ja schwächer, oder? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, starte nochmal neu die Lobby einfach, ne, denke ich mal. Also du bist auf jeden Fall hinter mir. Ja, genau. Du fährst auf 4 aktuell. Und du bleibst auch hinter, du holst mega auf. Keine Ahnung, auf wie viel die KI steht. Na, 10. Echt? Das erklärt, er war nämlich fast 4 Sekunden hinter mir. Boah, dann mach ich auch einfach Pause, dann bin ich besser, oder? Er war nämlich 4 Sekunden hinter mir, wir sind in einer Runde auf eine Sekunde runtergefahren. KI fährt aber trotzdem langsamer als wir. Wie kann er denn über 3 Sekunden in einer Runde auf mich gut machen? Das ist programmiert. Sobald Autos hinter dir sind in einem bestimmten Zeitfenster, holen sie auf. Bist du aus dem Zeitfenster, fahren sie langsamer. Okay. Darin Kashi gibt Gas, man hat keinen Bock, dass er eine scheiß KI überholt. Guck dich dein Hinterher an. Das ist eine magische Serie. Er ist wieder da. Wenn er Zeit hat dafür. Guck mal, du bist sogar im DRS-Fenster jetzt, wenn du dein Auto übernimmst. Wahnsinn. Ich jetzt das rein. Achso. Na, dann bist du gleich sogar vor mir, wenn es so weitergeht. Hey, willst du zuerst rein? Ich will so gleich Erster. Ey, das ist ein Witz. Du klebst so hinter mir. Ich hab mich schon gewundert, ey. Entweder fahr ich einfach richtig scheiße, dass du so krass aufgeholt hast. Ey? Nicht mehr. Ja. Du gleich zuerst rein? Alter, der will mich überholen in den Kurven. Ich krank ab, Alter. Wann du ran musst. Ey, der ist, durch mich durchgefahren. Warum ist dein Auto durch mich durchgefahren? Wie du 10, ich hab ihn mir wieder gut. Von Luft bis 12 aus. Ey, der ist durch mich durchgefahren einfach. Ah, die Reifen sehen auch gut aus, ich kann noch ein bisschen. Aber 11 und du 12. Ja, komm, nimm dein Fahrer, Alter. Jo. Ja, hier sind Kurven. Ja, guck mal, aber wenn der durch mich durchfährt, wenn du übernimmst, guck mal, hat der eine jetzt Chance, übernehme Alter. Ich. Ja, guck mal, jetzt kann er mich überholen, das ist ein Witz, Mann. Ich weiß. Ich lass dir platzen, aber zieh nicht rüber. Oh, ich bin auf dem Gras, ja, perfekt. Ja, du auch auf dem Gras. Oh, nein, nein. Du hast mich. Ja, ich hab keine Frontflüge mehr. Ah, so, sorry. Ich bin auf dem Gras gewesen. Ah, ich fahre sowieso, ne? Aber ist jetzt. Du hast mich vorher abgeschossen. Aber bist nicht in F gegangen, oder? Nö. No. Oh, immerhin. Ich war voll links auf dem Gras. Alter, ich hab rüber geguckt, da warst voraus. Du auch auf dem Gras bei mir. Ja, tolles Rennen, ne? Aber das war die Linkskurve, ne? Ja, ich hatte wirklich ein sehr schönes Rennen. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Oh, Alter. Sorry, Mann. Das war echt nicht geplant. Das war aber auch eine scheiß Kurve, um da zu zweit durchzufahren, ne? Ich war schon außen. Ja, ich war komplett innen auf dem Gras, weil ich hier Platz machen wollte. Ich war schon in der Strecke. Ich glaube, das war der Fehler. Ja. Oh, scheiße, Mann. Lass doch mal die KI fahren. Dreht seine Runden hier ganz in Ruhe. Mhm. Mhm. Bist du entspannt? Ja, ne? Es ist auch gerade so entspannt. Ich bin mal weiß, dass du 2 rote Linien gefahren. Okay, ich eine noch. Oh no. Aber schon krass, dass mein Flügel gar nichts abbekommen hat, ne? Ja, jetzt bin ich letzter. Ich mein technisch gesehen vorletzter. Hätte ich schon. Danke. Okay. Ich hab nur mal einen Teamkollegen ein bisschen motiviert. Du hast mich deprimiert. Ach so, also bist du selbstmordgefährdet, wenn du erster Platz bist. Ja.
Ah. Und wenn er mal aufs Podium kommt, dann ritzt er sich. Alter. Ah, Schwarzwurz kommt gerade aus der Box raus. Was fährt sie mit kalten schwarzen Reifen? Go. Mit kalten schwarzen Reifen. It's racist! Gegen die Bande. Hey, ich bin schwarz, darf das sagen. Ah, lecker. So ein Großteil der Reifen sind ja schwarz. Und weiß auch. Die sind größtenteils schwarz, ja. Ja. Egal welche Mischung. Jetzt muss ich hier mit irgendwelchen weißen, gammeligen Reifen fahren. Ja, so geht's mir auch, ey. Bin schon mit den gelben gerutscht, wie nochmal was. Dachte ich mir auch, als ich auf die weißen umgestiegen bin. Das ist gar nicht, was ihr habt. Das Einzige, was ich habe, ist, dass meine Hand langsam verkrampft vom die ganze Zeit nur Gas geben. Was dir kann es sein, dass du schon Griff verlierst? Auf jeden Fall. Boah, Alter, und. Boah, ey, fast weggedreht, fast in die Wand rein. Ich hab den Wagen nochmal aufgefangen. Alter. Ist der Flagge, nicht knapp. Safety Car, weg damit. Nee, ich hab den nochmal gerade so von der Wand weggezogen, den Wagen, ja. Du kannst, ne? Du musst jetzt einmal bremsen eigentlich. Damit es fair bleibt. Ey, wenn es fair bleibt, ist die KI ja für dich nach vorne gefahren. Ach so. Ja, ist ja so wie es ist. Du müsstest nur an die andere Gruppe da rankommen. Nee, Absicht für mich schieße ich keiner. Das war absichtlich. Natürlich. Kannst ja in die Uno gucken. Komm in die Gruppe. Nee, warum sollte ich ihn abschießen? Da geh ich auch noch mit DNF. Wenn man weiß, man kommt auf den Gras, dann bremst man. Ja, du warst ja auch auf dem Gras, warum hast du nicht gebremst? Sag's mir. Du hast vorhin gesagt, du bist auf dem Gras gewesen, also. Doch, du hast nicht, wir haben es alle gehört. Wir haben es alle gehört, du hast gesagt, du bist auf Gras selber gewesen. Rechts. Leute, ja, was macht ihr denn? Jetzt der Rinkaschi noch mehr Selbstmord gefährdet, weil der Basti in Box gegangen ist. Hey Blade, erinnerst du dich noch an die gute alte Zeit, als du mit da hinten gefahren bist? Ja. Das war schon war noch eine schöne Zeit. Könnt ihr da vorne gerne mal ein bisschen langsam noch machen. Jetzt bin ich ganz alleine hier. Ein bisschen spannend. Ich mach doch schon langsam hier. Ich rutsche ja jede Kurve gefühlt weg. Ich mach auch ganz langsam. DJ, das war noch eine Zeit für DNS. Ich war doch der erste Fehler von euch, Cranks, ja. Und dann Fuzzi, und dann komm ich. Ein Fehler. 3 Sekunden hinter dir. Aber ein Fehler, Alter. Cranks, ein Dreher, reicht schon aus. 12 Sekunden auf dich. Ja. Ein Dreher, reicht schon aus. Ein kompletter Dreher, auf jeden Fall. Ah, die Klappe! Siehst du, Alter, genau da habe ich links vor der Wand aufgefangen, den Wagen. Genau da. Ja, mich hat's nicht gedreht, aber kurz aufs Kies und dann kommt diese Wand ja auf der linken Seite. Ja. Diese rot-gelbe, die war sehr nah. Genau da habe ich ihn weggezogen, wo ich weggerutscht bin. Genau da. Die Kurve da ist echt schon sehr nah, Alter. Habe ich wieder ein bisschen Zeit gut gemacht, perfekt. Ja, aber ich sehe dich da vorne, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich weg, ich bin abgebogen. Ich gehe es auch ab. Da sehe ich dich wieder. Und jetzt kurz rechts bin ich abgebogen. Dafür, dass ich dachte, ich kenne die Strecke so gut, aber ja, bin ich echt scheiße auf der Strecke. Mhm, wenn man Leute wegrammt. Passiert den Besten, oder? Nee. Doch. Du haust die KI mal weg, ist ja ruhig. Halt die Schnauze da vorne. Nein. Er kriegt doch den Gun. Ich krieg sein Cockpit. Er wird degradiert zuerst. Dass du die Klappe hältst. Dafür sorge ich gerne. Später auch langsamer mit den Weißen. Na, aber du hältst dich ja eigentlich.
So bei 4 Sekunden. Ja. Aber ich komme nicht weg von den 4 Sekunden, ne? Es wird immer weniger. Ja, ich probiere auch hinzukommen. Dann mach nochmal langsam. Erstmal zurückschalten. Ja, ganz genau. Ruhig erstmal Kaffee trinken. Aber dein Setup, guck mal auf der Geraden, was du aufholst. Ja, gutes Setup, gell? Der Karre ist zu lahm, ich hab Standard-Setup genommen. Ich hab gutes Setup. Ja. Was sagt da jemand? Ja, komm, ich halte das nicht hin. Noch mal eine Runde niemals. Ja, ich weiß auch nicht. 7 Runden, jeweils eine halbe Sekunde. Keine Fehler machen. Und schon das ist Hilfe! Oh, oh, oh. Da war der Fehler. Da war der Fehler. Das klingt gut. Aber viel Zeit hast du nicht. Sehr gut. Nee, also ein bisschen nur über die Clips drüber. Ja, ich bin. Ein brutaler Fehler von Ferrari und so über die Ems kommen. Okay, aber das könnte ja, knapp jetzt werden. Da, ja. Hier da hinten. Es waren nur 7 Zehntel. Ja, es war nicht. Wobei jetzt war es fast schon eine Sekunde. Jetzt. Ja. Alter, wie der einfach so wegschmiert. Nicht geil. Doch ein scheiß Setup. Ey! Erst genug. Ja, guck, jetzt kommt er gleich. Ja. Ah, gutes Setup. Nee. Weißen Reifen. Oh, diese scheiß Wand, Alter. Die ist immer so knapp, die linke. Ja, Mann. Wände sind doch schön. Die stehen immer genau da, wo man sie nicht haben möchte. Das war abgekürzt. Aber richtig crunchy, ja, ne? Dem der ist. Naja, sehe ich, hast voll krass abgekürzt. Hey, 500 sind aufgeholt. Okay, das mache ich jetzt noch. Ne, einmal. Beim dritten Mal krieg ich das Strafe, gell? Komplett Urouge abgekürzt einfach. Die abkürzt, kriegst du direkt. Kurve. Naja, aber jetzt, weil du sagst ja bei der dritten, ich dachte jetzt wird's auch noch abkürzt, das wär's zweite Mal. Und dann ja, hier nochmal, weißt du, wo du geradeaus fährst? Ja, da fahr ich immer geradeaus. Triggert das so hart, hätte ich den Frontflügel Damage nicht gehabt, wäre ich jetzt vor beiden. Was? Ich bin wirklich sicher, die sind ganz schön weit vorne. Gefickt, Alter. 10 Sekunden auf ihn. Echt denn? Ja, ihr habt doch die frischeren Reifen jetzt. Und? Jetzt regnet das Ausreden. So. Die sind eine Runde alt, deren Reifen. Meine sind fast 10 Runden mittlerweile alt. PJ, was bist du in der letzten Runde gefahren? Da war aber wieder ein Fehler drin. 1743. Nee, hätte ich den Frontflügel Damage nicht gehabt, wäre ich vor denen jetzt. Are you serious? Nee. Was hast du gemacht? Du abgekürzt. Weißt du nicht. Nö. 1745. Nee. Nee. Alles regelkonform. Problem ist, wenn ich einmal abkürzen würde, dann krieg ich direkt hier Strafe. Ich weiß ja, nur ein bisschen abkürzen. Ja, das war bei Getty auch. Ja, neben der 3 Sekunden Strafe, zack, habe ich 5 Sekunden bekommen. Weil ich so fair war. Was in der Technik? Na. Habe ich ihm 3 Punkte überlassen, damit er aus dem Discord-Liga rausgeht. Perfekt. Kommt der ran auf der Hörer wieder. Hm.
den Tank aus. Eine halbe Runde noch. Okay, gut. Ciao. Ich bin aber mit weniger Tank gefahren als du, ne? Das funktioniert. Sag. Er wollte dich eigentlich zielen, PJ. Siehste, den brauchst du dann Teleport nicht mehr, was mit dir zu machen. Muss echt zum ersten wechseln, ist einfach so. Nee. Dein Teamkollege bescheißt dich hier mit. Ich bleibe Spurs Red Bull, ob du willst und nein. Du gehst so. Ja, aber ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen mehr Spruch gekriegt. Deswegen konnte ich das halt so machen, aber. Der Haas wird auch gut zu ihm passen, finde ich. Nein. Hast du nicht? Okay. Ich bleib Red Bull. Nein. Achso, war nicht meine Frage. Vertrag wurde gekündigt. Und jetzt keine Diskussion, der Admin hat geredet. Ich habe selbst dafür gesorgt, dass dieser Vertrag aufgelöst wird. Geh ich zu Mama am Möbel und sag ihr Bescheid. Und geh ich petzen. Pass auf, die pinnt dir dann wieder einen neuen Channel an. Ja. In der Tagesgruppe Formel 1. Dann sage ich einfach mit der Begründung, ja, damit es fairer wird. Und dann haben die nichts auszusetzen. Hohoho. Ich kann erstens mit jedem Auto fahren. Das liegt an meinem Skill, nicht am Auto, weil wir haben die gleiche Leistung. Warum machst du es dann nicht? Mit dem Sound. Oh, ja, ich mag den Honda-Motor. Okay, ich mag das Blau. Ist okay, du kriegst den Alpha Tauri. Das Blau. Alpine, Williams. Der Alpha Tauri ist und bleibt meiner. Hallo, wir wechseln doch dann und zurück. Momentan habe ich ja da Bass. Ich hab gehört, der Alpine ist noch frei. Nee, Alpine ist voll. Werde nicht wechseln. Ihr könnt euch um die Autos prügeln. Ich bleib bei Red Bull mit Blade. Hallo. Ach, du bist auch noch tschüss. Da. Ja, ich bin auch noch da. Und tschüss, Kick. Raus ist der Liga. Weggesagt. Wie man sieht, sind wir ein perfektes Team. Cheat doch sicherlich naja. Irgendwas. Ja, genau so ist es. Die Arbeit und Blade macht einfach nur das, was du sagst. Was nein, ist das ist einfach, also er hat die einzige Konkurrenz, hat er sich geholt. Das heißt, ich kann keine Setups selber erstellen, spielen. Ja. Ja, das gilt ja nicht ich um die Setups. Ich sag mal Spanien-Setup, ne? Großbritannien war mein eigenes Setup. Belgien ist mein eigenes Setup. Muss ich jetzt noch was sagen? Ich hab auch in Belgien mein eigenes Setup. Was war Setup mit Spanien und Imola? Imola habe ich mein abgewandtes genommen und Spanien habe ich dein Setup sogar noch verbessert. Er verbessert nicht, war trotzdem hinter mir. Aha, eine weil Sekunde ich auch gesagt, die wir gerade. Könnte knapp, ne, gegen Ende. Komm her, Cranks! Was? Ich hab gehört, Binotto will, dass du noch einen Boxstopp einlegst, rote Reifen für die schnelle Runde. Cranks? Was? Ja? Wie viele Sekunden hast du auf den siebten? Auf den sechsten, sorry. Auf den 46. Du hast 14, okay. Schwabenfuzzi, dann hast du... Ja, okay. Ich hab so 4. Ja. Also, auf dem sechsten hab ich 10. Oh, geht okay. So viel. Ja, voll am Pushen. Sag mir der YouTuber, der immer quatscht. Guck mal, jetzt habe ich die halbe Sekunde verloren. Ja, ah. Ich soll mal schwachen, was hier auf. Ah ja, das ist noch zu weit weg. Ich muss erst mal gucken, dass ich überhaupt vor dem bleibe. Er holt ja, immer mega schnell auf. Also wie gesagt, ja. Ich mache halt, ich fahre eine Runde gut und dann eine Runde wieder scheiße. Na, Problem ist, ich fahre genauso. Siehst du es ja. Du kommst ran, schwankt das da kommst so. Wieder nicht ran. Ja, ja. Entschuldigung. Ah, wir sind hier bei ASMR. Warte mal, einen neuen Discord-Channel wird aufgemacht. Hm? Cybertiger ASMR. Wenn du zu nahe kommst, schmeiß ich mein Visierdinger. Schwampfu, du weißt Bescheid, ne? Wenn das in deine Bremse kommt, musst du kurz die Bremse abkühlen lassen. Gehen jetzt auf Shoggy. Er ist auf Rote, ja.
Da kommt er noch vor dir raus. Nein! Ja, treff sie ein bisschen aus, Shogi. Los, los, los! Oh, jetzt geht's zu zweit durch den Orange, oder? Was ist das? Oh nein, Shogi, wenn wer, du ziehst ihn. Er zieht mich jetzt an dich ran, Cranks. Also. Shogi, was bist du denn für einer? Du ziehst du nach rechts, Junge? Ja, Junge, Kampflinie fahren. Wollte gerade rausziehen. Ich weiß. What the hell? Kampflinie gefahren. Shogi, zieh den, hol den aus dem Wild, also aus dem Wildenschatten raus, ey. Schon recht, dass ein DRS? Was bist du denn für einer? Nein, nein, der bleibt jetzt beim DRS dran, dass ich noch nicht dran kann. Nee, du bist jetzt schon raus. Ah, perfekt. Im Grunde genommen hab ich eh die Zeit verloren. Brauchst du mal ein bisschen, Digga, damit ich DRS bekomme. Ich bin eh in die Kurven wahrscheinlich schneller als du, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich rutsch so schon krass weg. Alter, ich komm mit den Harten halt nicht hinterher. Ja, auch nicht. Pranks, bremst noch ein bisschen. Ich bin nicht im Windschatten, ich komm nicht. Logi, bremst noch ein bisschen. Du holst jetzt die Kurven hier beim Start-Ziel, pass auf, dann bist du direkt hinter mir. Ich bin kein DRS-Auto. Doch, die Linie ist doch erst hier hinten. Und da bist du schon. Ja, ich hab 1,5 oder so. Okay. Hat's gereicht? Ja, hat. Dieser. Nee, ganz knapp nicht. Die Reifen waren so krass unterschieden. Ich hab nicht. Achso, was nicht? Schon vor allem ganz knapp, die Teamarbeit, ey. Ich bin so ganz alleine mit Ferrari. Die Liga gibt mir nur Teamkollegen, die nicht da sind. Da hast du sogar noch einen neuen Teamkollegen bekommen. Ja, der war einmal da, wow. Ja, meine wechseln sich deshalb immer. Also der Posten ist noch frei, falls du wieder zu McLaren irgendwann wiederkommen willst und Platz frei ist. Ja, das Problem ist, die nächsten zwei Wochenenden habe ich auch keine Zeit. Ach ja, stimmt, nur Portugal bist du dann da. Ja. Portugal dann wieder. Hier schon vorbei. Na gut. Auf hier habe ich Rinkaji ab gewonnen. Ja, hau den auch mal raus, genau. Das ist echt scheiße da, die Kurve, wenn man da zu zweit fährt. Mach jetzt ein bisschen langsam, soll ich den Rest noch bekommen? Nein. Doch. Ich kämpfe mich so ran. Mach da 3,9. Ja, ich habe gebrüllt, ich habe ihn vorbeigelassen. Deine Kurve. Was Reifenmanagement? Sind noch zwei Runden, Alter. Na okay, DRS hab ich nicht verpackt, mit echt. Ich hab keinen DRS, also kommst du ran. Ich kann nur mitteilen mit den roten Reifen. Aber meine Reifen sagen auch schon, oh ja. Die passen sich die Farbe meines Wagens an. Das war fast mein Flügel. War ganz knapp an der gelben Wand vorbei. Hat er hier noch Risiko? Ich versuch das maximal noch raus. Alter, wieso habe ich jetzt wieder so viel verloren?
Weißt du, bei der linken Wand auch wieder ganz knapp vor dich, kannst du sagen. Das war schon vor der linken Wand. Ach so, okay. Das sind die Sektoren. Die einen kannst du besser, die anderen kann ich besser, ne? Ja, zweiter Sektor bin ich glaube gut, dritter bist du gut. Na, erster bist du auch auf jeden Fall besser, da holst du immer krass auf. Ja, ich glaube, ich habe vielleicht einfach Topspeed ein bisschen mehr. Na, aber auch hier die Kurven, guck. Was du jetzt aufgeholt hast schon wieder. Obwohl ich die letzten zwei gar nicht so gut kann, meiner Meinung nach. Der ist jetzt mit Absicht langsam gefahren. Guck mal den Arsch an. Alter, und dann rutsch ich. Eight. Jo. Team Order. Gibt es Achtung, nicht. Bin links. Jo. Ey, das ist doch scheiße, Mann, wenn du ihm immer die Punkte schenkst. Hat er sich verdient? Das ist echt scheiße. Aber das ist scheiße für die Meisterschaft. Ja, also dann bin ich aber auch raus, Alter. Wenn das so weitergeht, dann. Das ist dann echt scheiße. Ja, und finde ich echt scheiße für die Meisterschaft. Klar kriege ich ihn nicht, aber das ist doch scheiße, wenn er immer die meisten Punkte holt dann. Nicht böse gemeint jetzt. Okay, wir haben immer noch scheiße einfach, ne? Jetzt war die richtig schlecht, die Kurve. Okay, warte. Okay, bremse. Du hast DRS. Ja. Hat dir gar nichts gemacht, das geht, meine Pace. Keine erstmal gehabt. So. Schwarmfuzzi. Innere Korb. Uiuiuiuiui. Ich brech noch raus. Noch in der letzten Kurve. Ja, Mann. So, den mach ich jetzt langsam. Die Wand, der kommt immer zu nah. Ja. Aber ich sehe gerade Wunderbrot und Basti sind auch am Fighten, ne? Auf der Karte. Oh, die fahren hinterher. Wir sehen uns noch. Jo, nice Rennen. Schwarm fühlt sich aber echt interessant. Ja. Zu viele Fehler eigentlich, ey. Ah, Problem ist, wenn du dann Fehler gemacht hast, habe ich keine gemacht und danach habe ich die dann wieder gemacht. Ja, und deshalb ging das immer so ein, zwei Sekunden so mega hin und her. Ja. Richtig übel. Oh. Und setzt Fußbot nochmal hier zum Wohlmanövern. Anders. 7 Zehntel. Oh, ich kann sich abwechseln. Was ist denn der Mega? Was? Was? Gut vor Ziel. Nein, Digga. Nicht im Ernst. Beide Alpha Tauri keine Punkte heute geholt. Oh, das tut weh. Und das tut eine Kurve weh. Noch vor. Oh. Das war genau da, wo ich meinte, Frankfurt wird der DF doch gehen.
Nicht zu fassen, wenn ich ein paar Sekunden mehr dran gewesen wäre, hätte mich auch erwischt wahrscheinlich. Oh. Doppelpodium Bull! Eigentlich die Regel gegen DNF gehen. Unverdient! Ja, dann müsst ihr dran kommen, wenn's gut, das Reifen ja, das haben wir doch so, das, also, das war meine Idee gewesen, weil die keine Punkte, weil das ist ja das schon quasi, das ist dass man, jemand anderen vorlässt, Alter, obwohl man das ganze Rennen auf Pole ist. Das, ja, aber das jetzt mal ehrlich gesagt, was hast du gemacht mit Cranks? Ihr habt euch auch mal DRS gegenseitig gegeben. Ja, DRS. Trotzdem war ich die ganze Zeit vorne. Könnte ich jetzt auch sagen, zwei, drei Runden war das unangenehm. Aber Basti, das war echt die letzte Runde richtig aufreibend. Aber das hat nichts mit Championship zu tun, ne? Ja, aber PJ ist doch echt ein Champion. Punkt vor mir im Championship. Ach, ein nicht. Punkt. Hat dich letzte Woche schon überholt. Jo. Dann ist er halt, keine Ahnung, 5, der 6 ist ein paar, Punkte der hat letzte trotzdem. Woche 25 geholt, ja, 25. Von alleine. Ja, und diese Woche 25, weil du ihn vorgelassen hast. Und das brauche ich mir nicht geben, weil das ist dumm. Das macht dann aber absolut keinen zugeben, Spaß mehr. Aber dieses Rennen ist extrem wenig passiert. Das macht die echte Formel 1 auch? Nee, dass ich den Kashi rausgehauen habe, leider. Noch entscheiden, ob ich ihn vorlasse? Ich find's scheiße. Den Sieg wegschmeißt, ist doch mein Ding. Ich find's trotzdem scheiße. Wärst du dran gewesen, hätte ich dich auch noch vorgelassen. Nur ich konnte keine 30 Sekunden bremsen.